Schönen guten Morgen, es ist kurz vor 6:30, Sonnenaufgang sollte jetzt dann ab wieder mal sein. Das ist die Basilika Klein Maria Zell. Das hier hinten, ganz verschlafen, ist der Gasthof, wo ich genächtigt habe. Und ja, jetzt geht's weiter Richtung Maurer Wald. Das Ziel ist Gasthof Schießstätte, 23 Kilometer sollen es jetzt auf einmal sein, vielleicht hat irgendwas abgekürzt zu gehen. Schaut, ob das ein bisschen besser ausschaut. Die liegen da ganz ruhig in der Wiese und genießen den Morgen. Da oben, wo es schön nebelig ist, da müssen wir hin, über das Bergerl. Und was ihr jetzt hört, ist der Originalton hier im Wald. Ist das cool? Es ist ja heute wieder ein wahnsinnig schöner Tag. Jetzt ist die Sonne natürlich voll heraus.
11 Kilometer. Ah ja, der sagt 13 Kilometer waren es bis jetzt. Okay. Naja, gut. Die zeichnen vielleicht unterschiedlich auf, aber irgendwas stimmt da nicht. Jedenfalls sind es noch 18,8 bis zum Ziel, aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal was essen. Und eine gute Wurst. Und dann noch gibt es zwei Bananen. Also das war jetzt ein wirklich sehr, sehr schöner Platz. Ich habe den kurzen Stopp sehr genossen. Ein bisschen was geausen und ein bisschen Energie getankt. Und jetzt geht's weiter. Typ, der muss nicht viel treten. Wir sind jetzt Buchenbach durch und jetzt geht es aber dann wieder ab in den Wald, weil da bin ich jetzt schon eine Zeit lang auf Asphalt unterwegs gewesen. Ist nicht so toll angenehm, aber wir sind gleich wieder im Wald. So, die Ortschaft Buchenbach habe ich hinter mir, bin wieder im Wald und jetzt geht es nach Sulz. Sulz im Wienerwald. Bis später. Am Weg nach Sulz im Wienerwald. Da ist der Marker. Und wir müssen da hinauf. Es geht weiter Richtung Sulz im Wienerwald. Das war es dabei einmal mit dem schönen Waldweg. Leider Gottes geht es da vorne auf die Strada del Sole. Schauen wir mal. Made in Japan, destroyed in Sulz im Wienerwald. Der eine oder andere wird das Filmzitat kennen. Also in Sulz im Wienerwald kommt man bei so einer kleinen Erholungsschneise raus. Das ist recht nett, denn da parken die Autos und da sieht man dann, wie sie die Porsche Cayennes den Berg hinauf plagen und oben dann die gemütlichen Sneakers anzogen werden für eine Waldrunde. Wie auch immer, ich muss jetzt durch Sulz durch und dann auf zum Sendemast. Das ist jetzt nicht besonders attraktiv, da werden wir auch keine Büdel machen. Bis später. Das lobe ich mir halt. Es sind halt nette Häuschen da. Sulzer Höhe. Coole Villen. Und dahinter gleich die nächste. Und dahinter, dahinter. Oder kennt ihr zusammen? Keine Ahnung. Die allernächste. Nette Hütte. Hält sicher den Regen ab. Wahnsinnig schöner Blick, Sulz im Wienerwald, sehr, sehr tolle Gegend,
am Rand der Stadt. Da müssen wir hin. So schön es hier ist in Wien und Umgebung, Wienerwald, Sulz, Kaltenleutgeb. Aber ich glaube, ich habe noch nirgends so viele Verbotsschilder gesehen, wie da in diversen Gärten herumstehen. Und wie man das da auch jetzt erkennen kann, das ist auf einer Treppe von einem Hochstand. Ich habe das vorhin nicht mitgefilmt. Da gibt es Wiesen, da ist nichts. Und das muss man sich vorstellen, so wie die Wiese bei mir im Hintergrund. Und mitten auf der Wiese steht eine Tafel, die kann man vom Rand aus gar nicht lesen. Und wenn man dann hingeht und sie liest, steht drauf, betreten verboten. So, im Hintergrund hört man schon die Straßen. Das ist der Highway von Kaltenleutgeb. Und ja, wie gesagt, ich bin da jetzt auf einem schmalen Pfad hinter einer Siedlung. Kann ich kurz zeigen, wie das ausschaut. Das ist ein schmaler Pfad, der da nach vorne geht. Ich bin jetzt aus Kaltenleutgeb draußen. Im Hintergrund hört man noch ein bisschen die Straße und einen vereinzelten Hund bellen. Da gibt es noch so eine Siedlung, da geht es gerade oberhalb vorbei. Aber es geht jetzt im Wald Richtung Breitenfurt Ost. Oberhalb von Kaltenleutgeb. Ich habe nicht gewusst, dass da Rinderweide gibt und ich muss irgendwo da nach unten. Kurzes Update, das ist die Anzeigentafel für die Wiener Hütte. 20 Minuten hinter mir rauf. Das ist meine Lieblingstafel, weil da sehe ich nämlich, da geht es nach Mauer und nach Breitenfurt bzw. 15 Minuten zur Liesingdorfstube. Das heißt, von da noch über die Straße, Berg hinauf und ich bin beim Budweiser. Budweiser diese Richtung. So, meine Herrschaften, das haben wir echt gut gemacht. Das ist meine lieblingsbefahrene Straße, Breitenfurt Ost, wo wir leider durch müssen. Aber ich bin jetzt dann gleich wieder einmal im Wald. Jetzt geht es noch einmal Bergerl raus. Und dann bin ich. Damit kann er zusammenführt bei meinem Bier. Ich bin jetzt gleich einmal bei meinem Bier. Diese Kilometer 34 Zeit. 9 Stunden 15. Stunden 20 und doch nur 33 Kilometer. Ich weiß nicht, was ich vorhin gesagt habe, 33 Kilometer. Halbe Budweiser unbedingt. Mhm, gerne. Und wenn es die Küche beim Chef zulässt, zur Fiakergulasch. Das Leben ist schön. Wo ist jetzt der Autoschlüssel? Moment. Ja, super, was ist das? Ah. Das ist Pfeiferl. Was mache ich jetzt mit einem Pfeiferl? Ich brauche einen Autoschlüssel. Ich kann das Auto anpfeifen. Das wird im Auto verwurscht sein. Ja, sehr fix.
Da ist er. Ha! Habe ich gewusst.